In der französischen Gemeinde Bandol leben nur 8000 Menschen. Trotzdem ist es der geschäftigste Yachtpier an der mediterranen Küste. Gewöhnliche Hostels sind für die Besucher, die in ihrer eigenen Yacht anreisen, wahrscheinlich eher weniger geeignet. Doch die Stadt hat vor allem Menschen mit einem besonderen Geschmack etwas zu bieten. Seht euch doch nur mal die berühmte Villa on the Rocks an. Hier sind die räumlichen Grenzen vollkommen verschwommen. Das Wasserelement. Boah, das finde ich ja so cool. Also wir schauen uns 8 Swimmingpools an, die man ausprobieren muss, bevor man stirbt. Und da ihr wisst, dass ich alles liebe, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Ich bin gar nicht mal so ein riesen Thermen- und Schwimmbäder-Fan, aber ich liebe es mir sowas anzugucken, so die krassesten Rutschen. Deswegen reagiere ich auf so einen Krams voll oft, weil ich das damals bei Galileo so gefühlt habe, wenn Jumbo wieder eine Rutsche gegessen hat, gefühlt. Das finde ich sehr geil und so möchte ich eigentlich später auch mein Haus bauen, wenn ich die Möglichkeiten dann dazu habe, nicht nur finanziell, sondern auch vom Platz her. So ein Pool, der dann so mit jeder Stelle irgendwie mit dem Dings verbunden ist, so ein bisschen. Da stelle ich mir so voll cool vor, wenn es regnet, so von oben runter und dann sitzt man so hier und dann hört man das so plätschern im Pool. Das wäre auch so ein Traum von mir. Die Wand dieses gemütlichen Schlafzimmers ist gleichzeitig die Trennwand eines 28 Meter großen Swimmingpools mit kristallklarem Wasser. Digga, man kann unten liegen und dann in den Pool reingucken. Was müssen denn das für Scheiben hier sein, für Fenster? What? Die Wände des Pools bestehen aus dickem Glas und während man es sich in der Villa bequem macht, kann man sich anschauen, wie die Gäste wie Fische in einem Aquarium schwimmen. Doch das ist nicht der einzige Augenschmaus. Durch die Panoramafenster hat man außerdem eine atemberaubende Sicht auf das Meer und die nahegelegenen Weingüter. Krass. Die Inhaber der Villa halten ihr Haus für ein architektonisches Kunstwerk. Ist es und auch. Das aus gutem Grund. Der Entwickler des Projektes, Rudy Ricotti, war auch am Bau des Museum of Macam in Marseille beteiligt. Krass. Und mittlerweile hat er auch die berühmteste Villa im französischen Airbnb designt. Das auch in meinen Augen nicht Frankreich einfach. Wenn du mich fragst, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen und wieder mal meinen YouTube-Kanal verwetten, dass das Spanien ist. Frankreich ist für mich Paris. Das ist für mich nicht mehr Frankreich, das ist für mich Spanien. Italien ist es auch nicht, dafür ist es zu wenig hügelig. Aber das ist für mich Spanien. Rudy Ricotti ist natürlich ein architektonisches Genie. Doch die Menschen können kaum die Magie der Natur übertreffen. In Arizona am unteren Ende des Grand Canyons befindet sich das System der Havasu-Wasserfälle, deren Wasser sich in einem natürlichen Becken ansammelt. Krass. Die Landschaft und das kristallblaue Wasser sehen aus, als hätte man sie mit Photoshop bearbeitet. Irre. Aber die Farben sehen wirklich so aus. Der regionale Indianerstamm nennt sich Havasupai, was so viel bedeutet wie die Menschen der blau-grünen Gewässer. Und jetzt wisst ihr auch wieso. Hier kann man auch ins Wasser springen, den idealen Winkel für Fotos suchen oder einfach warm und nass werden. Das ist aber schon sehr, sehr krass, wie blau das da alles aussieht. Also das Wasser kommt ja hier oben aus irgendeiner Quelle dann ja wahrscheinlich raus. Das klingt jetzt wahrscheinlich so blöd. Aber wie funktioniert eine Quelle? Das habe ich mich schon so oft gefragt. Kommt da unendlich Wasser raus? Oder ist es einfach so, dass das Wasser irgendwie aus Wolken eruptiert. Was eruptiert denn nochmal? Ich glaube, ein Vulkan, ne? Gibt es das Wort überhaupt oder ist dann anders? Ruptieren? Keine Ahnung. Aber das kann ja auch nicht nur Regenwasser dann sein, oder? Oder wird das durch die Gesteinsschichten vom Erdboden nach oben getragen, irgendwie im Berg gefiltert? Wie funktionieren Quellen? Kann mir das bitte irgendjemand erklären? Schreibt sie unten in die Kommentare! Tourismus ist zwar die Haupteinnahmequelle der Havasupai-Indianer, aber sie können leider nicht ganze Gruppen einlassen, sodass es oft ein halbes Jahr dauern kann, bis man seine Erlaubnis schlussendlich erhält. Das finde ich aber sehr, sehr gut. Das sollte es für alle möglichen Städte geben. Klar, dann wäre man nicht mehr so spontan am Start und könnte so sagen, ja komm, man fährt mal jetzt eben kurz, so wie wir das am Wochenende mit Freunden gemacht haben, komm, wir fahren mal nach Amsterdam rüber, besuchen mal einen Kollegen für 4 Tage. Sondern dann müsste man halt warten darauf. Aber dadurch, wenn du dann da bist, hast du natürlich eine ganz andere Vorfreude. Es ist viel schöner möglich, eine Stadt zu genießen, weil es nicht so aus allen Nähten platzt. Ich glaube auch die Leute, die dort wirklich wohnen, weil mit denen habe ich auch immer Mitleid. Da waren wir da in Amsterdam und dann wollte da eine ältere Dame in ihre Wohnung rein. Dann ging es nicht, weil da dann überall Party war und bla. Natürlich, King's Day ist auch nochmal so ein Tick was anderes, wenn dann der König Geburtstag hat und quasi das ganze Land feiert, nicht nur die Stadt. Aber das wäre schon schön. Und ich glaube, gerade bei so Städten wie Venedig oder so, die wirklich kulturell gesehen eine Bedeutung haben und wo viele Leute und viele Touristen jährlich hinkommen, täglich hinkommen, wäre das vielleicht ein sinnvolles Prinzip, dass man eine Erlaubnis braucht und das muss man dann per QR-Code vorzeigen, um Städte besuchen zu können. Man könnte meinen, dass der Ort, an dem man einen Swimmingpool am wenigsten erwarten würde, der Pazifische Ozean ist. Trotzdem befindet sich der größte Pool der Welt direkt dort im chilenischen Resort San Alfonso del Mar. Mexiko. In den gesamten Poolbereich würden ein paar Dutzend Meerjungfrauen passen. Mhm. Der Pool ist 1 Kilometer lang und enthält 250.000 Kubikmeter Meerwasser, das permanent angenehme 26 Grad warm ist. Wie kann das permanent 26 Grad kalt warm? Warm ja schon eher, ne? 26 Grad ist relativ warm, glaube ich, für so einen Pool und so.
Zack. Wie geht das? Ist das Ding beheizt? Das ist doch schier unmöglich. Dann könnten die, also selbst wenn die jedes Zimmer für 10 Millionen Euro die Nacht. Ja, okay, dann vielleicht schon. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das wäre, so einen Pool zu heizen. Aber das, der Pool ist doch viel zu riesig, um den zu heizen. Also ist das an einem Ort, ich weiß gar nicht, ob die das Land gesagt haben. Ich glaube, es ist Mexiko irgendwo da. Weil Pazifik, das hört sich jetzt nicht nach Amerika an, die Stadt. Dann müsste es doch eigentlich irgendwie um Mexiko oder Argentinien. Nee, wo ist Argentinien? Südamerika irgendwo? Ah! Scheiß drauf, Digga. Wir schauen einfach weiter. Solch eine beachtliche Größe ermöglicht es Touristen, nicht nur Luftmatratzen zu benutzen, sondern sogar ganze Segelboote, andere kleine Boote oder auch aufblasbare Rutschen zu mieten. Die Krass. Gastgeber sind hier übrigens sehr viel gastfreundlicher. Im größten Pool der Welt können sich nämlich nicht nur die Gäste des Resorts, sondern auch Touristen entspannen. Natürlich muss man dafür bezahlen. Wollte ich gerade sagen. Wer würde sich diesen Anblick schon entgehen lassen? Ist halt eine Einnahmequelle, ne? Das hat halt nichts mit Gastfreundlichkeit zu tun. Gastfreundlichkeit wäre es ja, komm, kostenlos. Aber wenn man zahlen muss, dann ist es halt einfach nur ein Profitgeschäft. Aber ist natürlich klar, wenn du so einen Riesenpool machst, dann willst du damit natürlich auch Einnahmen generieren. Jetzt geht es von der Meeresküste in Schweiz. Die Berge. Zuerst würde man vielleicht meinen, dass man in den Schweizer Alpen niemanden zum Schwimmen findet. Doch, wir sind in der Schweiz. Die Touristen kommen hierher, um Skirekorde zu brechen oder auch zum Snowboarden. Mhm. Doch das Hotel Villa Honeck bietet einem die Möglichkeit, die Schweiz von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Mhm. Um dabei nicht zu erfrieren, schließlich ist man im Schweizer Gebirge, kann man nämlich stattdessen in einem Outdoor-Panorama-Pool schwimmen, in dem die Temperatur im Winter bei ganzen 34 Grad liegt. Krass. Von hier hat man einen unvergleichlichen Blick auf die schneebedeckten Gipfel, den Vierwaldstätter See und die Kleinstädte, die am Abend am Fuß der Alpen leuchten. Ob der Pool so überragt? Wenn die Wolken niedriger als das Hotel stehen. Überragend ist er nämlich auf jeden Fall. Dann aber wird diese Schönheit von einem ganz anderen Anblick in den Schatten gestellt. Digga, du bist über den Wolken! Oder steht hier... Ja, okay, nee, Schnee bis dahin steht nicht. Aber das muss ja schon extrem hoch sein. Das heißt ja quasi, du hast immer du gutes Wetter. Das finde ich halt auch so schön. Also das ist ja genauso wie wenn du fliegst. Das ist ja auch, wenn du tagsüber fliegst, hast du ja immer Sonnenschein. Weil du ja einfach über den Wolken bist, so logisch. Aber genauso auch so Skifahren oder so. Wenn du wirklich ganz oben bist, du hast immer schönes Wetter. Weil du quasi immer... Ja, über den Wolken müsst. Soll ich es nochmal sagen? Während der letzte Pool einen wunderschönen Ausblick auf die Schweiz bietet, befindet sich der 6. Swimmingpool auf unserer Liste in Utah in den USA, der einen dazu einlädt, direkt im Herzen der Erde zu baden. Cool. Nämlich am Boden eines Vulkans. Der Krater hat sich vor ca. 10.000 Jahren ganz natürlich geformt. Ja, und da wurde es auch aufgenommen hier. Das ist eine Aufnahme von vor... 10.000 Jahren. Als der Schnee auf dem Osage-Gebirge geschmolzen ist, bahnte sich das Wasser seinen Weg bis auf eine Tiefe von ganzen 3 Kilometern durch die Erde, wo es durch die Vulkanaktivität aufgewärmt und wieder an die Erdoberfläche transportiert wurde. Auf diese Weise entstand an der Erdoberfläche ein Kalksteinkrater. Ursprünglich musste man, um hier baden zu gehen, erstmal an einem Seil zur Mündung runterklettern. 1996 wurde mit Hilfe von Dynamit aber ein Tunnel gebaut, sodass es mittlerweile selbst Kinder zum Krater schaffen können. 1996 ist ein sehr krasses Jahr gewesen, weil da wurde Laser-Luca geboren. Danke. Sogar im Winter sinkt die Wassertemperatur hier nicht unter 34 Grad. 34? Taucher können mit der entsprechenden Ausrüstung sogar darin tauchen. Irre. Wegen der Hitze darf man allerdings nicht länger als 40 Minuten im Wasser bleiben. Weil es so warm ist. Wird hier keinen Extremsport, dann kann man hier auch Yoga machen. Ganz einfach auf einem Surfbrett mit Paddel. Ich finde auch immer diese Pools so krass oder diese Gewässer, Seen etc., wo es, oder Meere, wo es einfach so salzhaltig ist, dass man wirklich einfach auf der Oberfläche schwimmt. Weil ich finde diese Leute immer krass und voll, also wirklich, da bin ich echt neidisch drauf, dass sie sich einfach so ins Wasser legen können und dann so treiben. Wie geht das? Ich versuche das voll oft und ich habe das noch nie hingekriegt. Scheint, als ob ungewöhnliche Wasseraktivitäten in Utah generell ziemlich beliebt wären. Mhm. In der Stadt Springville gibt es zum Beispiel einen der ungewöhnlichsten Pools der Welt, der sich am Fuß eines Felsmassivs befindet. Okay. Statt natürliche gibt es hier allerdings künstliche Grotten, Wasserfälle, Tauchtunnel und, man mag es kaum glauben, sogar mit einer Untergrundküche, einer Garderobe, Toiletten und einem computergesteuerten Kontrollzentrum für den gesamten Komplex. What? Die Tapfersten springen direkt vom Wasserfall ins Wasser. Etwas zurückhaltendere Touristen können sich aber auch auf Luftmatratzen durch die Grotten treiben lassen. Die Umsetzung der ungewöhnlichen Idee kostete die Inhaber ganze 2 Millionen Dollar. Bedenkt man voll aber, wenig. Wie beliebt der Komplex ist, dann hat sich das wahrscheinlich mehr als gelohnt. Ja, ich wollte... Oh! Jetzt aber oh, Schluss was hab ich mit getan? Der kristallblauen Idylle. Was habe ich getan? Ich habe gerade irgendwie meine Aufnahme...
geschlossen, beendet, Google Chrome ist abgestürzt, das Video lief weiter, ich habe keine Ahnung. So oder so waren das 8 Swimmingpools, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Ich hoffe, dass ich nicht allzu früh sterbe, denn ein paar von denen werde ich auf jeden Fall nochmal aufsuchen. Gerade so, das ist ein Vulkan, 34 Grad. Wie geil klingt das? Also da hätte ich schon Bock drauf. Ich finde Wasser auch was ganz Interessantes. Man ist einfach in einem Material drin und kann sich bewegen und kann durchgucken. Das ist, wenn man so drüber nachdenkt, so flüssige Materialien, das ist schon irre. Tschüss!